Bald kracht's. Das ist der Satz, mit dem Martin Armstrong zur Legende wurde. Seine erste Million hatte er mit 14. Studiert hat er nie. Dafür managte er in den 80er und 90er Jahren Milliarden Dollar für seine Kunden. Er war Ökonom des Jahrzehnts und sein P-Code war für viele eine Art Weltformel. Denn dank ihr hatte er mehrere große Krisen in der Finanzwelt fast auf den Tag genau vorhergesagt. Den Wall Street Crash 1987, die Russlandkrise 1998, die Dotcom-Blase 2000, die Euro-Krise 2009. Seine These, es geschieht genau alle 8,6 Jahre oder genauer alle 3141 Tage, denn das ist das Tausendfache der Zahl Pi. Weil die Menschheit einfach blind ihre Fehler wiederhole, unterliege auch die Wirtschaft einem unausweichlichen Auf und Ab. Am Ende landete der Krisenprophet im Gefängnis, weil Bankenlobby und Regierung die Formel haben wollten, die berechnet, wie die Weltwirtschaft tickt. So seine Version der Geschichte. Martin Armstrong. Spinner oder Genie? Entscheiden Sie selbst. Nach dem Film von Markus Vetter und Karin Steinberger. Sie haben Freunde verloren im Leben. Sie wurden von Menschen betrogen. Sie wurden einmal sehr verletzt, woran Sie sich am liebsten gar nicht erinnern wollen. Und Sie wurden mindestens zweimal reingelegt. Sie haben kein Glück mit Politikern. Sie haben kein Glück mit Polizisten. Sie haben kein Glück mit Soldaten. Sie haben mit niemandem Glück, der eine Uniform trägt. Das stimmt. Sie haben es nicht. Und jedes Mal, wenn Sie diesen Leuten näher kommen, wird das Märchen zum Albtraum. Bitte mischen Sie. Und abheben. Abheben, okay. Die Null. Sie werden bald wieder in der Öffentlichkeit stehen. Sie waren auf einer einsamen Insel für eine sehr lange Zeit. Doch jetzt sind Sie zurück. Und Sie werden Menschen Dinge beibringen, an die Sie nicht einmal gedacht haben. Und Sie sind kurz davor, den Jackpot zu knacken. Und wenn ein Mensch so tief in seinen Ideen steckt, ist er verletzbar. Die fühlten sich bedroht. Ich sehe, dass sie Erfolg hatten. Bis du an den Punkt kommst, an dem es dir egal wird. Wenn du den erreichst, haben sie keine Macht mehr über dich. Wenn du nichts mehr zu verlieren hast, das ist der Schlüssel zu ihrem Erfolg. Und das zeigen die Karten ganz einfach. Thank you.
Moving and Shaking heute Morgen. Martin Armstrong, verantwortlich für eines der größten Schneeballsysteme der Geschichte. Ja, er ist zurück. Er hat Investoren um 700 Millionen Dollar betrogen und war dafür 11 Jahre im Gefängnis. Jetzt wird er von einer Internetgemeinde für seine Vorhersagen gefeiert. Einer seiner Fans ist Rohstoffinvestor Jim Rogers, der Armstrong wegen seines geschichtlichen Wissens schätzt. Seine Webseite hat mehr als 200.000 Besucher im Monat. Mein Vater war alleinerziehend. Er hat sein Bestes gegeben. Er brachte uns zur Schule, holte uns wieder ab. Dann fuhr er mich zum Reiten. Er hat das alles gemacht. Seine Arbeit war mehr als nur Arbeit. Es war seine Leidenschaft, der Sinn seines Lebens. Nachts, wenn wir schliefen, arbeitete er. Er arbeitete, wann immer er konnte, in jeder freien Minute. Wenn er verreisen musste, kam meine Oma an den Wochenenden und nahm uns für ein paar Tage. No, that's all right. All right, I'll be back around 3. I'll see you later. Gleich als ich rauskam, sagte mir einer meiner früheren Mitarbeiter, er sagte, Marty, die Branche hat sich verändert. Du hast Glück, wenn 25 Leute auftauchen. Hallo, ich bin Danielle, ich assistiere Herrn Armstrong. Würden Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben? Genau. Schönen Tag. Ich sagte wirklich, ja, das Publikum kommt nicht mehr wie damals. Ich war überrascht. Denn Leute, die ich ewig nicht gesehen hatte, kamen aus der ganzen Welt. Ich fragte sie, warum seid ihr den weiten Weg gekommen? Viele sagten, ich musste kommen, um sicher zu sein, dass du es wirklich bist. Er kam im September raus und er hatte dieses Seminar. Er war allein, niemand arbeitete für ihn, nur er allein. Und er sagte mir, ich werde ein Seminar halten. Und ich sagte, bist du dafür wirklich schon bereit? Du bist doch gerade erst rausgekommen. Er hatte bestimmt nicht mit so einem Interesse gerechnet. Er engagierte Danielle nur wenige Wochen davor. Und wirklich, ihn da auf der Bühne zu sehen, es war, als wäre nie was gewesen. Guten Morgen alle zusammen. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Martin Armstrong. Martin verwaltete ein Vermögen, das der Hälfte der US-Schulden entsprach. Er verdiente sein erstes Geld mit einer antiken Münz- und Briefmarkensammlung als Student. Diese Leidenschaft machte ihn schon in jungen Jahren zu einem Millionär. Nun, meine Damen und Herren, ich bin stolz, Ihnen unseren Gast vorzustellen, Martin Armstrong. Willkommen in Philadelphia. Ich bin Martin Armstrong. Wir wissen alle, dass etwas falsch läuft. Man kann einfach nicht endlos Geld leihen, ohne die geringste Absicht, etwas davon zurückzuzahlen. Warum wir diese Krise haben? Seit dem Zweiten Weltkrieg dachten sie einfach, dass sie jedes Jahr neue Schulden machen können und dabei nie etwas zurückbezahlen müssen.
Das einzige Land, das je seine Schulden gezahlt hat, war Rumänien im Jahr 1980. Das war die einzige Ausnahme, die ich gefunden habe, wenn man bis 6000 vor Christus zurückgeht. Der Markt hat genug von Staatsschulden. Staaten sind die einzigen, die nie ihre Schulden zahlen. Staatsschulden werden Jahr um Jahr einfach verlängert. Wenn Sie mal in Princeton sind, kommen Sie in unser Büro. Dort hängen Sie, Schuldpapiere der ganzen Welt. All diese Schulden wurden nie bedient. Nur zur Erinnerung, wie eine Staatsschuldenkrise aussieht. Ja, Regierungen entziehen sich dem Gesetz. Im Grunde gehen sie davon aus, dass es immer Menschen gibt, die man besteuern kann. Sie nehmen es dir weg und geben es jemand anderem. Ein Problem haben sie dann, wenn man mehr Menschen bezahlen muss, als man besteuern kann. Das große Problem ist, dass in der Geschichte diese Systeme immer kollabierten. Und jetzt? Jetzt stehen wir kurz vor einer Staatsschuldenkrise. Wer wird sie noch retten können? Es ist keiner mehr da. Diese Sache kommt zum Ende und macht Boom. Probieren Sie es doch selbst. Gehen Sie in eine Bank und sagen, ich möchte jeden Monat 1000 Euro leihen. Wann wollen Sie zurückzahlen? Naja, nie. Viel Glück. Niemand würde so sein Geschäft betreiben oder sein Leben führen. Wenn Sie dann mit Europa fertig sind, schauen Sie sich um und sagen, okay, wer ist der Nächste? Ich vermute, es wird Japan sein. Und dann kommt der Dollar dran. Darauf steuern wir zu. Ich würde gerne sagen, hört zu, lasst uns aufwachen und das Problem akzeptieren. Dann können wir vernünftig damit umgehen. Und wenn nicht, weil wir denken, wir können immer so weitermachen, was passiert dann? Es kommt alles zurück. In der Geschichte hat niemand diesen Ablauf jemals aufgehalten. Ich traf Martin das erste Mal 1980 auf einer seiner Konferenzen in Princeton, New Jersey. Zu jener Zeit machte er ein paar sehr ungewöhnliche Vorhersagen. Er sagte voraus, dass es einen Zusammenbruch am Aktienmarkt geben wird, und zwar 1987. Er prophezeite das einige Jahre zuvor. Es war völlig abwegig. Denn niemand hielt auch nur im Entferntesten die Dinge für möglich, von denen er sprach. Und dann im Oktober 1987 hatte der Aktienmarkt einen seiner schlimmsten Zusammenbrüche. Und während der Markt noch kollabierte, veröffentlichte er einen Report, dass sich der Aktienmarkt bis Ende 1989 erholen würde und neue Höchststände erreicht. Und jeder dachte, er ist verrückt. Und 1989 erreichten die US-Aktienmärkte neue Höchststände. Es war einfach unheimlich. Hier ist ein Mann, bei dem ich zutiefst glaube, dass er nichts falsch gemacht hat. Und ich kann Ihnen sagen, selbst wenn er etwas getan hätte, hätte er die Behandlung nicht verdient, die er bekam. In den Zeitungen stand, sie hätten Milliarden von Dollar gestohlen. Er sagte, ich habe das nicht gemacht, Mama. Ich habe nichts gestohlen. Als er klein war und zur Schule ging, beschloss er, Münzen zu sammeln. Jedes Mal, wenn ich einkaufen ging und er von der Schule kam, sagte er, kann ich dein Wechselgeld sehen, Mama? Dann hat er meine Geldbörse ausgeleert und die Münzen rausgesucht, die er wollte. Mit der Zeit wurden das ganz schön viele. Also sagte ich, diese Sammlung gehört dann aber dir und mir. Dann sagte mein Mann, wir reisen zusammen nach Europa.
Und in jeder Stadt, die wir besuchten, hielt er an: Bitte lasst mich beim Münzhändler raus. So kam er dann zu seiner großen Münzsammlung. Und dann auch zum Gold und zum Silber. Mein Mann sah dann, wie viel Geld er selbstständig verdiente. Eines Tages kam mein Sohn mit einem Sportwagen nach Hause. Ich sagte: Wo ist der her? Er sagte: Ich habe ihn gekauft. Von was denn? Mit dem Geld, das ich gespart habe. Jetzt hatte er diesen Sportwagen. Er wollte nicht zur Uni. Was soll ich da? Schau, wie viel Geld ich verdiene. Sein Vater sagte: Du musst etwas tun. Du wirst nicht einfach die Schule schmeißen. Also vermittelte er ihn zum RCA Computer Store. Mein Lehrer zeigte uns diese riesige Maschine. Sie war etwa halb so groß wie dieser Raum. Er sagte: Bevor ihr euren Abschluss macht, müsst ihr jedes Einzelteil dieser Maschine kennen. Und du schaust dir das Ding an und sagst: Niemals. Ich hatte dort einen Geschichtsprofessor, der uns eines Tages einen Film zeigte. Dieser Film öffnete mir wirklich die Augen. Jim Fisk manipulierte darin den Goldmarkt im Jahr 1869. Er geht dort zu seiner Freundin und sagt: Josie, Gold ist bei 162. Josie! Jim! Look, Josie! 162.5! Und ich dachte mir, Gold steht doch bei 35 Dollar. Also ging ich in die Bibliothek und tatsächlich, 1869 war Gold bei 162 Dollar. Offensichtlich war diese lineare Vorstellung, mit der ich aufgewachsen bin, nicht richtig. Alles ging so, selbst über die Jahrhunderte. Mein Vater war ein konservativer Typ. Er sagte: Du spekulierst zu viel mit diesen Rohstoffen herum. Investiere dein Geld lieber in Aktien. Ich hörte auf meinen Vater und kaufte Fidelity Trend im Hoch bei 54 Dollar und sah dann zu, wie sie auf 7 Dollar fielen. Ich sagte zu meinem Vater: Verdienen konservative Leute so ihr Geld? Da fing ich mich an zu fragen: Warum ist das so? Jetzt stell dir einen Computer vor, der lernt und sich erinnert. Diese riesige Maschine machte plötzlich Sinn. Ich dachte, ich könnte ein System erschaffen, das Wissen von Jahrhunderten speichert und es nutzt, um die Zukunft vorherzusagen. Ich traf Marty vor etwa 40 Jahren. Er hatte ein Münzgeschäft in Robbinsville, New Jersey. Er war in der dortigen Mall damals. Und ich war hier, ich hatte gerade dieses Einkaufszentrum gebaut. Wir waren Konkurrenten. Er stellte Werbung rein, dann ging ich mit dem Preis hoch, dann er wieder. Aber so machte man das einfach. Es war ja nichts Persönliches, es war rein geschäftlich. Nach den Münzen ging er ins Goldgeschäft. Er hatte einen riesigen eingebauten Tresor, das war beeindruckend. Man konnte ihn von außen sehen. Eigentlich alles in der Menschheitsgeschichte ist über die Münzen dokumentiert. Und da gibt es eine interessante Sache bei Münzen. Gebäude zerfallen, Papier geht verloren, doch die Münzen sind geblieben. Wir nahmen also jede einzelne Münze, überprüften und wogen sie und dann hatten wir eine Datenbank, die 6000 Jahre zurückreicht. Marty war sehr spendabel zu seinen Angestellten, besonders an Weihnachten. Meist kam er eine Stunde, bevor ich an Heiligabend zumachte. Er kam rein wie ein Verrückter: Ich nehme das und das und das. Es waren außerordentlich schöne Geschenke für seine Familie und seine Angestellten. Er war sehr großzügig. Marty hat einfach nie klein gedacht. Alles, was er machte, war erste Klasse. Wir hatten 240 Leute weltweit, die Kurse aufschrieben. Und wir ließen den Computer einfach alles in der Welt durchsuchen. Unsere Firma wurde so erfolgreich, weil wir Datenbanken von nahezu allem aufgebaut haben. Wir haben jede nur denkbare Währung, selbst indische Rupien auf Tageskursbasis, zurück bis 1900. Die Hauptwährungen sogar bis 1700.
Diese Zahlen sind seltsamerweise alle miteinander verbunden. Man kann ihnen folgen wie einem Ballett. Es ist wie ein Stück von Shakespeare, das hunderte von Jahren gespielt wurde. Die Akteure ändern sich zwar, aber der Plot ist immer derselbe. Und dann entdeckte ich eine Liste mit Wirtschaftskrisen. 26 Ereignisse von Wirtschaftskrisen innerhalb einer Zeitspanne von 224 Jahren. Ich teilte das durch diese 26 Ereignisse und das ergab 8,6. Und das war Pi. 3141 Tage in diesen 8,6 Jahren. Diese bilden wiederum Zyklen von 51,6 Jahren. Und sechs solcher Wellen bilden einen Hauptzyklus von 309 Jahren. Oh mein Gott, es ist ein perfekter Kreislauf. Ich traf Marty im Princeton-Büro in Tokio. Wir diskutierten seine Vision, seine Idee, über Münzen in die Geschichte zu gehen und all den Zyklen, die er entdeckte, führte ihn zu der Idee seines Modells. Ich arbeite in der IT-Branche, seit ich 13, 14 Jahre alt bin, und Marty genauso. Er kommt aus derselben Branche. Er ist jemand, der Computer durch und durch versteht. Wir entdeckten also dieses Muster und haben einen Zyklus identifiziert. Und dann legten wir diesen Zyklus über das komplette Finanzsystem. Pi ist eine fundamentale Zahl, die im Universum entstanden ist. Sein Verständnis der Zahl Pi und wie sie vielleicht den Rhythmus der Welt beeinflusst, war völlig verblüffend. Es gab Signale, die er auf die Kommastelle veröffentlichte. Bin ich auf Sendung? Mein Name ist Mike Campbell. Wenn Sie eine Mutter oder ein Vater sind, möchte ich Ihnen mal was sagen. Leider gibt es zu viele Beispiele, wie die junge Generation riesige Schulden zurückzahlen muss, die sich auftürmen. Doch das Letzte, was Ihre und meine Kinder brauchen, ist ein Vermögenstransfer von jungen Kanadiern zu Älteren. Das war Mike Campbell am Samstag für Money Talks. In den frühen 80ern sagten Freunde von mir, ich sollte kommen, um Martin Armstrong zu sehen. Er prophezeite den Höhepunkt des Nikkei-Index im Dezember 1989 in geschriebener Form. Doch er rief mich an diesem Tag auch an. Ich wollte dir nur sagen, der Nikkei-Index hat heute seinen absoluten Höhepunkt erreicht. Danach geht er von 39.000 auf 8.000. Offensichtlich war diese Vorhersage richtig. Seine Reputation wuchs weiter, speziell in Asien und Japan, wo er absolut richtig lag in seinen Vorhersagen. Ja, deshalb wuchs sein Geschäft. Er lag einfach immer richtig. Princeton Economics wurde in den frühen 80ern weltweit berühmt für seine Vorhersagen. Er berät einige große Unternehmen in Japan. Hallo zusammen und vielen Dank, dass Sie heute wieder zu unserem Seminar gekommen sind. Dieses Princeton Economics Seminar ist bereits ein fester Bestandteil hier in Japan. Heute ist unser 14. Seminar. Er hatte eine große Fangemeinde in Japan. Es war, als würde die komplette Trading-Gemeinde darum kämpfen, seine Signale zu bekommen, sobald er sie veröffentlichte. Und sie handelten auch danach, weil sie einfach zu 99% immer richtig waren. Ich möchte Ihnen Lady Thatcher vorstellen. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, it's a great pleasure for me to be here. We don't necessarily think in cycles in politics, perhaps we should. You must learn the lessons of history
Otherwise, you might be condemned to repeat its mistakes. We had one client. Wir hatten einen Kunden und der Computer sagte voraus, die deutsche Mark wird ein neues Tief zum Yen erreichen. Also rief ich den Kunden an und sagte, der Markt wird drehen. Ich empfehle Ihnen, da rauszugehen. Und er fragte mich, gut, aber wie? Ich sagte, gehen Sie einfach raus. Als ich das Büro verließ und zu Hause ankam, kollabierte der Markt bereits. Mein Telefon lief heiß. Ich dachte, oh mein Gott, diesen Kunden hat es bestimmt erwischt. Ich rief ihn an. Hey, sind Sie noch rausgekommen? Und er fing an zu lachen. Er sagte, ja, das war ich. Ich sagte, was meinen Sie damit? Und er sagte, na, ich war das. Ich sagte, wie viele Future-Kontrakte hatten Sie denn? Er hatte 40.000 Future-Kontrakte auf seiner Seite. Das war ungefähr $1 Milliarde 1985. Der größte Hedgefonds hatte damals 100 Millionen. Und ich dachte, oh mein Gott, die Ninjas werden jetzt mein Büro stürmen. Das war in den frühen 80ern. Wir waren immer noch dabei herauszufinden, wie das alles funktioniert. Ich sagte, ich muss zukünftig wissen, über welche Größenordnungen wir hier sprechen. Ich las eines Tages einen Artikel in der New York Times. Martys P-Zyklen sagten ein Hoch an den Märkten voraus, das Marty auf den Tag getroffen hatte. Ich rief ihn also an. Er lud mich nach Princeton ein. Als ich in sein Büro kam, war es ungefähr 4 oder 5 Uhr nachmittags. Ich dachte, wir hätten vielleicht ein zweistündiges Gespräch. Und dann redeten wir um 21:30 abends immer noch. Er war ein Geschichtsbuch der Finanzmärkte. Dann bot er mir einen Job als Assistent des Geschäftsführers an. Klar, bevor ich zu Princeton Economics wechselte, habe ich mich über ihn erkundigt. Ich rief Goldman Sachs an und fragte, was wisst ihr über diesen Typen? Bei Goldman sagten sie, er ist ein großer Metalltrader. Wir sind mehrere Male in den Märkten aneinander geraten. Wir dachten, dass wir ihn erledigen könnten. Meistens hat er jedoch gewonnen. Dann sprach ich mit Republic Bank. Marty war einer ihrer besten und größten Futures-Kunden und sie sagten, sie würden ihn sehr respektieren. Aufgrund dieser Empfehlungen entschied ich mich, das Jobangebot anzunehmen und für ihn zu arbeiten. Die Republic National Bank in New York hatte einen relativ guten Ruf. Im Ausland jedoch, in Europa, war sie bekannt als Bank für Waffenhändler und Drogenschmuggler. Und sie war angeblich auch mit der russischen Mafia verstrickt. Der Vorstand der Republic National Bank, Edmund Safra, ein sehr reicher Mann, er wollte sich irgendwie aus dem Geschäft zurückziehen und die Republic National Bank an HSBC verkaufen. Doch dann starb er mysteriöserweise bei einem Feuer in seinem Apartment in Monaco. Genau zu der Zeit, als das alles mit Princeton Economics runterging. Etwa zur selben Zeit schrieb Marty einen Artikel über Kriegszyklen. Er sagte so etwas wie einen internationalen Konflikt voraus. Die Universal Bank of Lebanon rief mich an und sagte, wir haben ein Buch im Keller gefunden, mit Wechselkursen des libanesischen Pfund bis 1800 zurück, ob ich ein Modell erstellen könnte. Klar, ich gab es in den Computer ein. Und der sagte, in 8 Tagen crasht die Währung.
Ihr habt noch 8 Tage, mehr nicht. Er fragte dann nur, welche Währung wäre denn am besten? Ich dachte, was? Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass Ihr Land in 8 Tagen untergeht. Was ist hier eigentlich los? 8 Tage später fängt der Libanon-Krieg an. So war es auch beim Iran-Irak-Krieg. Einer unserer Kunden dort rief mich an und sagte, morgen wird der Iran Schiffstransporte im Golf angreifen. Was wird der Goldkurs machen? Es ist nicht so, dass der Computer Krieg vorhersagen könnte. Es ist so, diejenigen, die wissen, dass sie einen Krieg anfangen, verschieben ihr Geld bereits im Voraus. Der Computer registrierte also diese Kapitalflüsse. Und so konnten wir auch den Zusammenbruch Russlands 1998 vorhersagen. Wir sahen etwa 100 Milliarden an Geld reinkommen und etwa 150 Milliarden rausfließen. Offensichtlich war irgendwas faul. 6 Monate später kam es raus. Die damalige Regierung verschob 50 Milliarden Dollar ins Ausland und versteckte das Geld vor dem IWF, um weiteres Geld zu kriegen. Die CIA rief an, ich war im Büro. Und Marty sagte mir danach, sie wollen, dass ich ihnen das Modell gebe, aber ich habe abgelehnt. Sie merkten, dass das Modell den Aufstieg oder Fall einer Nation vorhersagen konnte. Das war geopolitisch wichtig für sie. Darum ging es ihnen. Man kann also verstehen, warum diese Leute Zugang zu seinem Computercode und dem Modell wollten. Wenn sie wüssten, wo der nächste Krieg anfängt, dann wäre das ein mächtiges Werkzeug. Wenn sie den Code hätten, könnten sie ihn auch reproduzieren. Doch wären sie auch in der Lage, ihn zu verstehen? Ich könnte den Code vermutlich zusammen mit Marty schreiben. Aber würde ich ihn auch verstehen? Selbst wenn ich ihn schreibe? Nur Marty kann diese Formeln dahinter wirklich verstehen. Es gab Gerüchte, dass Edmund Safra für die CIA arbeitete. Edmund war immer für Gold und solche Sachen, so ein Edelmetalltyp. Sie haben so ziemlich alles manipuliert. So machten sie ihr Geld. Und da war ich immer dagegen. Sowas hat mich nie interessiert. Mich hat vielmehr interessiert, wie das alles funktioniert. Wir machten natürliche Absicherung. Wir glichen Portfolios unterschiedlicher Währungen aus, um Arbeitsplätze zu sichern. Wir waren die größten der Welt mit etwas mehr als 3 Billionen Dollar. Ich glaube, wir sollten es hier herstellen. Eine Unterschrift, bitte. Es begann im August 1999. Da entdeckte ich Ihren Plan, Russland zu übernehmen. Wegen der Rohstoffe, Öl, Gold. Darum ging es Ihnen. Edmund Safra war der Drahtzieher bei diesen Sachen. Edmund war Vorstand der Republic Bank. Sie machen das normalerweise in Gruppen, doch Safra ist der Mann an vorderster Front. Und alle diese Typen haben heimlich miteinander gehandelt. Khashoggi und Gaddafi waren dabei.
Die gegenrevolutionäre Bewegung im Iran handelte mit Rohstoffen, um Geld zu verdienen. Es war wie ein gigantischer Maskenball. Niemand war der, für den du ihn hieltst. Da kam die Anfrage, jemand will, dass sie sein Geld verwalten. Okay, wer? Wir können nicht sagen, wer. Kommen Sie, um ihn zu treffen. Okay, dann gehst du hin, um ihn zu treffen, aber sie haben einen Vorhang aufgestellt. Du bist hier und man darf die andere Person nicht sehen. Was soll das? Vergessen Sie es, ich bin nicht interessiert. Ich möchte wissen, wer auf der anderen Seite des Vorhangs ist. Ja, ich glaube, die haben unsere Regierung übernommen. So geht das Spiel. Sie manipulieren nicht das gesamte System durch einen weitsichtigen Plan. Das Einzige, was sie interessiert, ist, wie viel Geld kann ich in diesem Quartal machen? Sie würden niemals viel Geld für etwas ausgeben, das sich erst in 20 Jahren auszahlt. Leider gibt es eine sehr mächtige Gemeinde unter den Investmentbankern in New York, die versuchen, das Spiel zu manipulieren, um das perfekte Geschäft zu kreieren. Sie tun es auf Kosten ganzer Volkswirtschaften. Marty wurde gefragt, bei einem Deal mit russischen Schuldpapieren mitzumachen. Es hatte mit der Emission russischer Staatsanleihen zu tun, basierend auf der Annahme, dass die politische Situation in Russland abgekartet war und dass diese Bonds nie zahlungsunfähig würden, egal was passiert, und dass es deshalb eine garantierte Rendite geben würde, also ein perfekter Trade für diese Investmentbanker. Die haben ein Essen für den IWF veranstaltet. Edmund Safra hat das organisiert, in Washington, D.C. Sie mieteten die komplette National Gallery. Ich war eingeladen. Man wollte mir damit sagen, warum machst du nicht bei uns mit? Wir haben den Internationalen Währungsfonds in der Tasche. Hör auf, gegen uns zu kämpfen. Und ich sagte, sorry, Russland wird kollabieren. Es ist egal, wen ihr habt und wen ihr bezahlt. Es wird nicht funktionieren. Marty weigerte sich mitzumachen. Sein Modell, seine Studien zur Geschichte, internationale Kapitalflüsse, das alles sagte ihm, dass Russland kollabieren würde. Und siehe da, wir hatten die russische Finanzkrise 1997-98, in der das Land letztlich zahlungsunfähig wurde und die Bonds wertlos verfielen. Die Investmentbanker-Community, die dachte, es wäre der perfekte Trade, endete mit einer Bruchlandung. Und dann hatten wir das Long-Term Capital Management Hedge Fund Desaster, in dem die amerikanische Zentralbank die Banken retten musste, weil diese so viel Geld verliehen hatten an das Long-Term Capital Management, Milliarden von Dollar, um von diesem angeblichen garantierten Trade zu profitieren. Und es flog ihnen alles um die Ohren. Marty war der Einzige, der es vorhergesagt hatte. Im Grunde wollten sie Russland übernehmen. Alle Rohstoffe, das ganze Öl, darum ging es. Sie bezahlen also Schmiergelder an Leute beim IWF und der IWF leiht dieses Geld an Russland und sie machen 80% Rendite. Wenn du manipulierst, Schmiergelder bezahlst und solche Sachen machst, dann brauchst du ja kein Risikomanagement. Warum solltest du dein Risiko kontrollieren, wenn doch die Karten gezinkt sind? Doch plötzlich funktioniert es nicht mehr. Es fliegt ihnen um die Ohren. Und dann rennen sie zur Regierung und sagen, wenn ihr uns nicht rettet, habt ihr ein Problem. Es wurde ein Kampf zwischen denen und mir. Die Ironie der Geschichte war, dass 1998 John Meriwether von Long-Term Capital Management nahezu die Finanzwelt zerstört und dann einen neuen Fonds gründen darf. Und der Mann, der das alles vorausgesagt hat, muss ins Gefängnis.
Ein Freund von mir war in einem Seminar. Eine Brokerfirma hat Martin nach Australien geholt. Seine Art zu traden war ziemlich spektakulär. Also fand ich heraus, wo das Büro ist und stellte mich vor. Da war etwas Größeres als nur zwei Menschen, die einander gegenüberstanden. Ich war mir dessen bewusst. Es war ein bisschen wie, ich gehe irgendwo hin und habe keine Ahnung, wohin es mich führt, aber etwas begann hier bereits. Er dachte, es wäre wichtig, in Australien einen Fuß in den Markt zu bekommen. Wir haben viel Zeit damit verbracht, einfach rauszufahren, in die Wüste. Eines Tages sagte Marty, möchtest du wissen, wie die Zahl Pi funktioniert in Verbindung mit den Zyklen? Ich sagte, nein, es ist deins, lass es. Marty hat die Spieler in all diesen Spielen auffliegen lassen. Man musste doch nur eins und eins zusammenzählen. Ihre Spielchen funktionierten nicht, sie flogen auf. Doch die Jungs waren nicht glücklich darüber, was er in seinen Reports über sie schrieb. Marty sagte, haut einfach ab. Er ist einfach selbst ein Spieler im Markt. Er hat die Machenschaften dort aufgedeckt. Vor allem aber hat er diese Typen dort und ihre Absprachen auffliegen lassen. Ich weiß nicht, bis zu welchem Grad eine dieser Figuren daran beteiligt war, mit dem Wunsch, ihn fertig zu machen, sodass er endlich seinen Mund hält. Seine Trades waren verdammt gut. Und er hatte einfach ein unglaubliches Modell. Er ist ein verdammt guter Trader. Alles, was er tut, beruht auf seinem Modell und den Zahlen, die es errechnet. So the computer runs. Das ist der Laptop in Tokio, um das Modell zu präsentieren. Es ist erstaunlich, dass er noch läuft. Martys Laptop war vielleicht der erste, den ich je gesehen habe. Es sind noch Tabellen drauf, die Martin Armstrong selbst gemacht hat. Sie sind noch auf dem Computer, weil sie nie verändert wurden. Es gab ja die letzten 13 Jahre keine Updates mehr. Das Modell ist immer noch da drinnen. Wenn man versuchte, in das Betriebssystem einzudringen, um eine Datei zu starten, zerstörte sich die Festplatte. Sie haben den Code nie bekommen. Das Sicherheitssystem war so, dass alle unsere Computer sich gegenseitig anpinnten, um sicherzustellen, dass jeder noch da ist. Nimmst du einen raus? Oh, etwas stimmt nicht, einer fehlt und der Code zerstört sich selbst. Einige von Martys Systemen wurden Ziel eines Angriffs. Wir stellten Honigfallen auf, um diese Leute zurückzuverfolgen. Sie führten uns zu bestimmten IP-Adressen in Langley, Virginia, die bestimmten Regierungsorganisationen gehörten. Tony ist einer der besten Hacker, die ich je gesehen habe. Er entwickelte ein System, das winzige Öffnungen ließ. Wenn da einer reinkam, um anzugreifen, dachte er, aha, ich bin drinnen. Aber sie waren in einem Fake-Computer mit lauter falschen Informationen. Und wir konnten dabei zusehen, was sie machten. Marty sprach oft über diesen Club um Edmund Safra herum und sagte, ich war eingeladen, Mitglied in diesem Club zu werden. Und ich lehnte das ab, weil ich nicht wollte.
Marty geht manchmal noch weiter und sagt, möglicherweise wurde Safra deshalb getötet. Vielleicht, möglich ist es. Wenn ich jemals einen Roman schreibe, würde ich versuchen, es einzubauen. Es könnte aber auch sein, dass Marty übertreibt, um eine richtig gute Geschichte daraus zu machen. Ich war Anwalt in Sydney und Nigel wusste, dass ich einen Hintergrund in Hongkong habe. Er dachte, dass ich interessiert wäre, Martin Armstrong zu treffen. Martin und Nigel hatten ein Finanzteam in Australien aufgebaut und luden mich ein, mitzumachen. Ich traf sie in einem Strandhaus, das Martin gehörte. Martin lebte gar nicht in diesem Haus, er wohnte bei seiner Mutter. Ein Mann mit Substanz, mit einem Ferrari und einem Strandhaus, der bei seiner Mutter wohnte und einen alten Toyota fuhr. Es war die Jahresparty für seine Mitarbeiter, für die ganze Crew, weltweit. Büropersonal war da, wichtige Kunden. Er nutzte das als Marketinginstrument, um sein Modell und seine Vorhersagen zu bewerben. Es ging von 3 Uhr nachmittags bis weit in den nächsten Tag. Einige Leute amüsierten sich. UK, Hongkong, Tokio und USA, alle waren da. Dann lud er auch die Broker der Republic Bank ein. Bill Rogers, der Typ bei Republic, tauchte in einer Stretch-Limo auf, den ganzen Rücksitz voller Bier. Diese Typen waren außer Kontrolle. Sie kamen sich vor wie Superstars. Es war wie in einer schlechten amerikanischen Miniserie, so wie man sich einen schillernden Wall-Street-Typen mit Geld ebenso vorstellt. Sie kreuzten in einem Auto auf, das 1,5 Straßenzüge lang war. Zigarren wurden gereicht, Champagner im Auto. Ich fand es einfach nur lächerlich. Das wollten sie wohl. Bill Rogers war der Broker von Republic. Und ich spürte von 1998 an, dass er sein eigenes Ding drehte. Das kam raus. Ich sprach mit ihm, er war in seinem Strandhaus. Ich rief ihn an und sagte, Marty, was ist los? Und er sagte, wie ich mich erinnere, es sieht so aus, als würde mein Broker Geld stehlen. Ich erinnere mich, es war zu der Zeit, in der all das begann. Ich fuhr zum Strandhaus und er sagte mir, es steht nicht gut um mich. Mein Vater war immer für mich da. Wenn ich zu ihm ging und sagte, ich brauche deine Hilfe, hat er immer Ja gesagt. Und ich sagte, weißt du, Papa, da ist dieses Pferd und es war nicht viel Geld, aber ich hatte es gerade nicht. Er sagte, du kannst nicht jedes Tier retten und ich dachte, das ist nicht er. Das würde er doch nie sagen. Ich konnte fühlen, dass etwas nicht stimmte. Und dann ging alles sehr schnell. Es war beängstigend. Ich wusste, dass er besorgt war. Die Jungs von Republic haben illegal in unseren Konten gehandelt. Damit fing alles an. Wenn du Geld dort liegen hast, leeren sie diese Konten jeden Tag und verkaufen es über Nacht, um es nach 24 Stunden zurückzubuchen. Man nennt das Parken. Damit machen sie extra Geld. Doch dann überwiesen sie mein Geld auf ein falsches Konto zurück. Ich rief Republic an und sagte, was ist mit diesem Konto passiert? Ihr benutzt mein Geld übers Wochenende. Ich sagte, ihr habt kein Recht dazu.
Montagmorgen ging ich zu meinem Anwalt. Wir gaben ihnen eine Woche, um das Geld zurückzugeben. Oder wir würden klagen. Ich rief also Republic an und sagte, passt auf, ich möchte wissen, was hier los ist. Aber es musste bereits etwas passiert sein. Denn sie sagten, Safra ist schon abgereist. Aus Sicherheitsgründen. Er ist nach Monaco gegangen. Du kannst ihn nicht treffen. Am nächsten Donnerstag war das FBI in unseren Büros, 4 Tage später. Ich habe zu der Zeit nicht verstanden, dass sie damals gerade Jelzin hochgehen lassen wollten. Wir schreiben August 1999. Jelzin tritt zur Wahl 2000 an. Ich glaube, sie versuchten, Russland in ihren Einflussbereich zu bekommen, indem sie Jelzin zwangen, zurückzutreten, um dort einen von Safras Freunden einzusetzen. Berezovsky ist Teil ihrer Vereinbarung. Er sollte Präsident werden. Berezovsky gehörten in Russland mehrere Fernsehsender und Aeroflot. Und dann bringen sie Jelzin dazu, 7 Milliarden Dollar vom IWF anzunehmen. Dieses Geld wird jedoch nach Genf überwiesen. Unter dem Vorwand, den Kreml damit zu renovieren. Die Überweisung geht jedoch über die Bank of New York, obwohl doch Republic die Bank ist, über die das ganze russische Zeugs geht. Es ist komisch, dass diese 7 Milliarden Dollar über die Bank of New York gehen. Dann rennt Safra zur Regierung und sagt, oh, die Bank of New York ist wohl in ein 7 Milliarden Dollar Geldwäschegeschäft verwickelt. Jetzt erpressen sie Jelzin. Du wirst nicht zu den Wahlen 2000 antreten oder es fliegt auf, dass du 7 Milliarden Dollar vom IWF gestohlen hast. Jelzin realisiert, dass er reingelegt wurde. Sie sagten, wir beschützen dich, wenn du abdankst. Am 27. August hatten sie das Geld aus unseren Konten gestohlen. An diesem Montag ging ich zu meinen Rechtsanwälten. Ich sagte, Republic hat dieses Geld gestohlen. Ich kann Edmund nicht treffen. Wenn das Geld nicht zurückkommt, werden wir Ende der Woche Klage einreichen. Die Jungs von Republic sagten mir, wir sind die Durchfallnummern, über die Edmund spricht. Ich gab sie meinen Anwälten. Wir reichen Klage ein und beantragen als Beweismittel genau diese Telefonaufzeichnungen. Und so kommt Putin ins Spiel. Keiner hatte jemals von ihm gehört. Wo zum Teufel kam er her? Putin kommt und sagt, gib mir die Sache. Ich kümmere mich darum. Vielleicht ist es nur ein Zufall, doch Safra wird am 3. Dezember getötet. Dieser Club fällt immer wieder auf die Schnauze. Auf einmal funktioniert es nicht mehr. Immer dasselbe. Ich habe ein Eilverfahren vor Gericht beantragt. Mein Prozess hätte spätestens im März 2000 stattfinden sollen. Ich gehe zu meinen Anwälten. Wir drohen, sie zu verklagen. Die Regierung erhebt Einspruch dagegen, dass wir irgendetwas in Zusammenhang mit Republic unternehmen.
Sie beschützen also Republic in dieser Phase. Doch Safras Tod schien sie sehr verängstigt zu haben. Was war also auf den Aufzeichnungen, über die Safra gesprochen hat? Die Regierung erwirkte einen Gerichtsbeschluss, dass ich die Aufzeichnungen nicht bekommen konnte. Die Tonbänder mussten verschwinden. Damit fing alles an. Und er sagte mir, mir war nicht bewusst, wie mächtig dieser Club ist. Da waren 4 oder 5 FBI-Beamte. Sie nahmen alles mit. Sie nahmen Tonbänder mit, die herumlagen. Alles, was sie in seinem Zimmer finden konnten. Sie gingen in meinen Schuppen, in den Keller, überall hin. Sie ließen nichts unberührt. In dieser Phase versuchten sie mich zu überreden, dass ich zugebe, in eine Verschwörung mit Edmund Safra verwickelt zu sein. Dann gäbe es keine Gefängnisstrafe und ich wäre frei. Ich sagte, das mache ich nicht. Ich möchte mit diesem Scheiß nichts zu tun haben. Monaco, Putin. Ich erinnere mich, ich war im Büro, als das FBI kam und bei uns zu Hause alles durchsuchte. Ich hatte gerade im Büro angerufen und die Rezeptionistin sagte, das FBI ist da. Danach konnte er nicht mehr zurück ins Büro. Einige von uns gingen sofort. Das Büro war geteilt in die, die blieben, und die, die gingen. Ich rief einen Freund an und sagte, ich brauche einen Anwalt. Am nächsten Tag meldete sich der Anwalt und sagte, wow, ihr Timing war gut. Sie wären nämlich morgen früh um 5 Uhr an ihrer Tür aufgetaucht und hätten sie in Handschellen abgeführt. Vor ihren Kindern, um sie zu demütigen, und mit Polizeiautos vor dem Haus. Und ich fragte, warum sollten die das tun? Er sagte, das ist die Standardprozedur, um sie zu Tode zu erschrecken. Dann dachte ich mir, ich gehe lieber und habe gekündigt. Sobald die Sache richtig anfing, wurde alles wieder dicht gemacht. Die japanischen Behörden stürmten eines Morgens das Büro. Es war Zeit zu gehen. Die Ratten verließen das Schiff. Keiner von uns hat am Ende viel davon. Es war schrecklich, einfach furchtbar. Es kam völlig überraschend. Die Aufsichtsbehörden in Tokio beschlagnahmten Unterlagen. Martin Armstrong wurde angeklagt für eine Summe, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte. Am Anfang ging ich davon aus, dass er etwas falsch gemacht haben muss. Ich wusste nicht was. Meine Informationsquelle war die Zeitung. Also flog ich nach New York mit Nigel Kirwan. Ich wollte einfach wissen, was los war. Da waren Kisten voller Dokumente. Und Martin war da. Neil McPherson und ich flogen nach New York. Wir trafen ihn im Chrysler-Gebäude, ich erinnere mich genau. Ich denke nicht, dass jemand ahnte, was mit Owens Gerichtsprozess noch kommen würde. Ich war in New York im Chrysler-Gebäude, in den Büros von Tanzer Greenblatt. Anwälte aus London reisten an, Anwälte aus Tokio, Anwälte aus New Jersey. Alle waren da. Insgesamt 5 oder 6 Kanzleien. Dann rief mein Sohn an. Das FBI wollte dich verhaften. Ich sagte, was? Meine Anwälte sagten, wir müssen raus aus New York. Du verstehst das nicht. Sie wenden das Gesetz anders an in New York. Ich verstand es nicht, denn ich dachte, Gesetz ist Gesetz. Wir fuhren nach Trenton. Als wir in New Jersey waren, riefen sie den US-Staatsanwalt an und sagten ihm, wir stellen uns in Trenton, New Jersey. Und dann kreierte Republic dieses Schneeballsystem und unterstellte mir Verluste, die sie verursacht hatten, als sie in meinen Konten spielten. Marty war angeklagt, ein 3 Milliarden Dollar Schneeballsystem betrieben zu haben, weil 3 Milliarden Dollar durch seine Konten geflossen seien.
Ich kann Ihnen sagen, was passiert war. Ich kann Ihnen sagen, dass es Leute gibt, die auf Marty schwören. Ich kann Ihnen aber auch sagen, dass es Leute gibt, die schwören, dass er kriminell ist. Sie fragen mich, ob es richtig war, dass sich Marty schuldig bekannt hat? Da müssen Sie Marty selbst fragen. Marty war der größte Finanzskandal des 20. Jahrhunderts. So schrieben es die Zeitungen. Hier war also eine Person, die angeklagt war wegen eines 3 Milliarden Dollar Schneeballsystems mit Ian Carey Trades, Fannie Mae Papieren und Wechselkursumrechnungen, die abgesichert waren durch Futures-Kontrakte. Wer soll auch nur im Ansatz begreifen, von was wir hier reden? Das ist unmöglich. Und dann gibt es haufenweise Unterlagen. Das Letzte, was ich hörte, war 1 Million Seiten. Und das meiste war auf Japanisch. Ich sah sie nicht, diese Transaktionen, die auf ein Schneeballsystem hinweisen könnten. Im Grunde war es genau umgekehrt. Es waren Gewinne auf seinen Konten, keine Verluste. Und wenn du Gewinne auf deinen Konten hast, brauchst du kein frisches Geld, um frühere Investoren zu bezahlen. Sie beschuldigen mich für etwas, was sie selbst tun. Ein Schneeballsystem ist, wenn man von einem Geld nimmt und es einem anderen gibt, völlig ohne Geschäft. Das ist die Definition eines Schneeballsystems. Die Stadt Mainz, 1448. Dort war die Gutenberg-Presse zu Hause. Die machten exakt das Gleiche, was wir heute tun. Es war ein riesiges Schneeballsystem, das sich dort abspielte. Sie machten neue Schulden, um alte Schulden zu zahlen. Leider ist das die Art, wie Regierungen handeln. Sie versprechen dir Renten, alles Mögliche. Aber es ist gar nichts da. Nichts hat sich geändert. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die Menschen nicht ändern. Die Politiker waren damals korrupt und sie sind es heute. Die Regierung machte alles dicht, so wie immer. Sie froren alle Konten ein. Der Liquidator Alan Cohen forderte Beugehaft, weil Marty dem Gericht seinen Besitz nicht ausgehändigt habe. Cohen ist ein ehemaliger Mitarbeiter von Richter Owen. Das ist die eine Sache. Das andere ist, Cohen war der Schwiegersohn vom US-Staatsanwalt. Alan Cohen war Gerichtshelfer bei Owen. Danach wurde er Assistenzstaatsanwalt. Als er dann eine Privatkanzlei eröffnete, holte ihn Richter Owen als Liquidator in den Fall. Owen hatte bereits alle Gelder von Martins Anwälten weggenommen. Er konnte seine Anwälte nicht mehr bezahlen. Er war sozusagen ohne Anwalt zu diesem Zeitpunkt. Ich weiß noch, als Tom Schoblum den Fall übernahm. Er war früher Staatsanwalt, jetzt ist er Strafverteidiger. Tom kam also rein, wir hatten kein Geld für ihn, Peanuts. Wir hatten wirklich nicht viel, aber er übernahm den Fall, über Jahre hinweg, ohne Bezahlung. Er gab uns etwas Hoffnung, als niemand mehr den Fall anfassen wollte. Marty musste all seine Unterlagen dem Gericht aushändigen. Es gab etliche Diskussionen um eine Julius-Caesar-Büste, ein paar Goldbarren und antike Münzen. So fing alles an. Mit diesen Münzen war er so verbunden. Sie sind wie sein Baby, das Wissen, das er durch sie bekommt. Hier ist sein Modell und sein Wissen über die Märkte. Und hier die Münzen, diese Antiquitäten. Sie sind Teil der ganzen Geschichte. Und sie bedeuten ihm sehr viel. Einige Sachen hatte er im Institut, die haben sie gleich mitgenommen. Alles, was er zu Hause hatte, lud er in den Kofferraum des Chryslers seiner Mutter, um es in der Melvany & Myers Kanzlei abzuliefern. Da waren Münzen dabei, antike Büsten, er hat einiges ausgehändigt. Doch Alan Cohen sagte, sie haben dem Gericht nicht alles übergeben. Es gab eine Anhörung wegen Beugehaft vor Richter Owen.
Ich hatte Freunde, die bereit waren, das Geld aufzubringen. In bar. Abgelehnt. Nein, wir wollen diese Wertsachen, nicht Geld. Kann ich eine Liste der fehlenden Dinge bekommen? Sie wissen genau, um was es geht. Es ging nur darum, dass ich nicht vor Gericht gehe. Der Richter befiehlt dir, etwas zu tun. Irgendetwas. Stell dich an die Wand. Nein, das mache ich nicht. Okay, dann kommst du in Beugehaft. Die Beugehaft war nur ein weiterer Vorwand. Die Banken kontrollieren mehr oder weniger die Regierung. Und wie machen sie das? Ganz einfach. Die Regierung platziert ihre Staatsanleihen nicht direkt, sondern über sogenannte Primary Dealer. Sie verkaufen ihre Schulden an diese Banken und die verkaufen sie dann weiter. Immer wenn diese Banken Probleme hatten, sagten sie, wenn ihr uns nicht helft, könnt ihr eure Staatsanleihen nicht verkaufen. Das ist die Kontrolle, die Banken über die Regierungen hatten. Und dann wird Alan Cohen plötzlich Vorstandsmitglied von Goldman Sachs. So einfach wird das gemacht. Cohen behauptete, Marty hätte einen Computer nicht ausgehändigt. Cohen und Schiavone, der Liquidator und sein Berater, beide bei der Kanzlei O'Melveny & Myers. Cohen ist heute im Vorstand von Goldman Sachs. Sie wollten den Computercode. Es ist Text. Doch sie bekamen ihn nicht. Was ist ihre Agenda? Warum möchte Schiavone den Computercode? Was will er damit machen? Sie gingen mit vorgefertigten Beweisen vor Gericht. Es ging einfach darum, jedem von uns Angst einzujagen, um so viele Vermögenswerte wie möglich an sich zu reißen. Ich habe keinen Zweifel, dass Cohen und Schiavone Kunden hatten, die das Modell wollten. Doch der Computercode war bei Marty. Er hätte ihn niemals auf dem Computer gelassen, den er aushändigen musste. Er ist in seinem Kopf. Wir wollen den Computercode. Ich sagte, ihr bekommt ihn nicht, sorry. Ihr könnt mich töten, wenn ihr wollt, egal. Den Code bekommt ihr nicht. Sie fingen an, nach Geld zu suchen. Gib uns diese Goldmünzen, die du weggegeben hast, diese Julius-Caesar-Büste, die bestimmte Leute haben, ein Laptop, der zerstört wurde, all diese Dinge. Es wurde ein riesiges Spinnennetz. Er war die Fliege im Netz, er hing dort fest. Und all diese kleinen Spinnen kamen und attackierten ihn. Sie kamen von überall her. Das haben wir gesehen. Schiavone rief mich eines Tages an und sagte, wir sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir können weltweit durchgreifen. Es fing ja alles mit Marty an und irgendwie verstanden wir das noch. Aber das Problem wurden schließlich wir. Ich hatte massenweise Leute, die mir aus den USA drohten, was sie mit mir tun würden. Aber keiner erklärte irgendwas. Ich sagte Herrn Cohen, dass wir nicht befolgen müssen, was ein Richter in New York State anordnet. Als Anwalt würde ich jedoch kooperieren. Und ich hörte nie wieder etwas von Herrn Cohen. Unser Leben veränderte sich. Es wurde komplett umgekrempelt. Wir mussten lachen. Es war, als lebten wir in einem schlechten Film. B-grade movie. Edmund Safra, Milliarden Dollar schwer, beschützt von ehemaligen israelischen Offizieren und amerikanischen SIS-Leuten, wird umgebracht. Welche Chance habe ich dann noch? Es war total chaotisch und verrückt. Und dann solche Leute wie aus Amerika, mit denen ich niemals... Ich hatte noch nie mit Leuten zu tun, die so plump und primitiv waren wie die. Leslie wird euch sagen, wir hatten einen Code vereinbart. Neil sagte, wenn er etwas Bestimmtes an der Tür sagte, mach nicht auf. Wenn dieses Wort benutzt wurde, schließ ab. Lass keinen rein. Ruf die Polizei. Sie kamen und fragten, ob ich mit ihm zu tun hatte. Ich sagte ja. Haben Sie Unterlagen? Ich sagte, ich habe sie. Er hat immer mit Scheck bezahlt. Es war ziemlich beängstigend. Sie kamen mehrere Male zurück und wollten mehr und mehr. Ich gab ihnen alles, was ich hatte. Schließlich sagte ich ihnen, macht, was ihr wollt, aber das ist alles. Ich kann euch ja nicht etwas geben, was ich nicht habe. Justiz, es war irgendwas mit Justiz, Justizdepartement. Sie taten so, als würden sie nichts glauben, was man gerade sagt.
Richter Owen sagte, ich glaube Ihnen nicht. Er schrieb etwas auf einen gelben Block, gab es einem US-Marshal und er wanderte ins Gefängnis. Das war am 14. Januar 2000. Er wurde sehr bitter, als er ins Gefängnis kam. Er hatte kein Vertrauen mehr in die Regierung. Wir versuchten, zweimal im Monat zu ihm zu gehen. Ich betete zu Gott, dass ich noch lebe, wenn er heimkommt. Ich ging zu Alan Cohen und sagte, Republic hat das Geld genommen. So ist es nun mal. Man kann jede Überweisung zurückverfolgen. Es sind nicht 100 Dollar, die man stiehlt und in die Tasche steckt. Wir reden hier über Milliarden von Dollar. Er sagte, wir glauben Republic. Es gab eine Zeit, da war er völlig zerstört. Er dachte an Selbstmord. Das tat er. Er sagte mir, wenn ich nicht, es war hart. Er dachte einfach, solange ich lebe, werden sie keine Ruhe geben. Sie werden hinter euch her sein. Für einen kurzen Moment, glücklicherweise nur, brach er zusammen und dachte, es sei der einzige Ausweg, wenn er tot wäre. Aber zum Glück, ich denke, man muss erst an diesen Punkt kommen, bis man die Kraft entwickelt, nach vorne zu schauen und zu kämpfen. Und das tat er. Und seitdem hat er nicht mehr gezweifelt. Er war entschlossen zu kämpfen bis zum Schluss. Als Martin Armstrong im Gefängnis war, sagte Neil immer, dass er stur sei. Er sei ein Kämpfer. Und dass er nie aufgeben wird, für nichts und niemanden. Egal was passiert, er wird weitermachen. Er war am Boden zerstört, was das alles für seine Mutter bedeutete. Sie war ja keine junge Frau mehr, sie muss jetzt 90 sein. Man hat ihn vor ihr gedemütigt. Er muss sich total geschämt haben für das, was ihm passiert ist. Vicky, seine Tochter, war sehr verletzt. Sie fingen an, Gerüchte zu verbreiten. Es war eine große Geschichte für unsere kleine Stadt. Es war hart. Ich glaubte nichts davon. Und es brachte mich dazu, nichts mehr darüber lesen zu wollen. Weil es einen wütend machte. Ich habe Martin besucht, kurz nachdem er eingesperrt wurde. Ich durfte ihn nicht privat sehen, nur in einem Besucherraum, mit 20 oder 30 weiteren Häftlingen. Ich war ziemlich nervös, ihn zu besuchen. Das war nichts für mich, das ist sicher. Ich besuchte ihn mit einem Kollegen, um mit ihm zu besprechen, wie wir Princeton Economics aus der Zwangsverwaltung bekommen können und es als Firma weiterzuführen, während Marty sich um seine rechtlichen Probleme kümmert. Wir waren bereit, Princeton Economics zu finanzieren, die Angestellten zu übernehmen, die Recherche weiterzuführen. Sie scherten sich einen Dreck drum. Tancred Schiavone aus Alan Cohns Kanzlei sagte, es ist mir egal, wie viel Geld ihr habt, um die Geschäfte weiterzuführen. Wir wollen den Computercode. Es war völlig klar. Sie wollten Zugriff auf den Softwarecode von Martins Computermodell, komme was wolle. Das war eindeutig. Wir haben aufgegeben. Man konnte nicht ernsthaft mit ihnen darüber diskutieren. Und dann bekennt sich Republic schuldig. Keiner geht ins Gefängnis. Sie mussten nur alle Opfer entschädigen. Schaut ins Protokoll. Cohen steht dann auf.
Wenn es absolut keinen Geschädigten gibt, wie kann ich dann noch im Gefängnis sein und meine Wertsachen übergeben? Wenn es doch gar kein Verbrechen gibt. Es fordert niemand Geld. Cohen steht also auf, im Protokoll steht es. Er sagt, es gab einen weiteren Betrug, vor dieser Sache mit Republic. Riesig, sagte er. Aber es gibt keine Beweise dafür. Wenn alle vermeintlichen Opfer entschädigt wurden, jeder ausbezahlt wurde, warum bin ich dann noch in Beugehaft? Das war bedeutungslos. Sie behielten ihn einfach. Alle 18 Monate ordnete Richter Owen eine weitere Anhörung an. Herr Armstrong, sind Sie bereit, die Assets zu übergeben? Nein. Zurück ins Gefängnis für weitere 18 Monate. Er folgte der 18-Monats-Regel, doch anstatt ihn zu entlassen, wie es im Gesetz steht, nutzte er diese Möglichkeit, ihn weitere 18 Monate einzusperren. Es verlängerte sich in diesen 18-Monats-Schritten, mehr als 7 Jahre lang. Ich sagte, Herr Richter, Sie sind nicht befugt, das zu tun. Er sagte, doch, das kann ich. Ich bin Bundesrichter und habe die Macht, um mehr oder weniger das zu tun, was ich will. Marty saß 7 Jahre mit Drogenhändlern, mit Terroristen. Er saß mit den schlimmsten Verbrechern. Niemand saß jemals so lange in Beugehaft. Marty konnte ja nie eine Verteidigung vor Gericht aufbauen. Verstehen Sie? Marty saß im Gefängnis von 2000 bis 2006. Nicht, weil er etwa verurteilt worden wäre. Das ist dieser Teil. Sondern weil er gegen die Regierung kämpfte. Es waren 3 Grundstücke auf dem Markt seit November, die nicht verkauft wurden. Normalerweise hat man über 30 Verkäufe hier in der Bucht über die Weihnachtszeit. Es hat sich bestimmt herumgesprochen, dass die Bank mich in der Hand hat. Wie auch immer, es ist, wie es ist. Der Markt ist, wie er ist. Und er ist nicht gut. Es war ein Sturm von Ereignissen, der mich über Jahre verfolgte. Man konnte nicht begreifen. Es ist schwer, alles wiederherzuholen, ohne dabei emotional zu werden. Cohen und Schiavone nutzten alle Techniken. Ob es schlechte Presse über mich war, oder welche rechtlichen Hebel sie auch immer in Bewegung setzen konnten. Und dann wenden sich Menschen plötzlich von dir ab und bitten dich höflich, diesen oder jenen Posten zu verlassen, weil sie damit nicht in Verbindung gebracht werden wollen. Und jeder, der meinen Namen googelt, findet diese dreckige Presse über mich. Alles kollabierte. Letzter Aufruf. Sie haben jetzt die Möglichkeit, entweder sofort zu kaufen oder der Höchstbietende zu sein. Irgendein Gebot? Als wir uns das erste Mal trafen, erzählte mir Nancy, ach übrigens, mein Bruder sitzt im Gefängnis. Das hat mich ziemlich überrascht. Und ich sagte, ich will nicht unhöflich sein, aber warum? Sie sagte, die Regierung beschuldigt ihn wegen eines riesigen Schneeballsystems. Er sagte zu seiner Mutter, sie wollen das, wofür ich mein Leben lang gearbeitet habe. Doch ich werde es ihnen nicht geben, denn sie wollen es aus den falschen Gründen.
Wir versuchten ihn mindestens einmal die Woche zu besuchen. Er war immer beschäftigt. Wenn du mit ihm reden wolltest, sagte er, ich bin beschäftigt. Er schrieb immer. Er schrieb und schrieb und schrieb. Und draußen warteten die Leute darauf, dass seine Artikel täglich kamen. Er war wie eine tägliche Finanzzeitung. Jemanden zu sehen, der durch so eine Hölle gegangen ist. Und dann wieder anfängt zu schreiben, im Gefängnis. Immer auf dem neuesten Stand, was draußen in der Welt gerade passiert. Vom Gefängnis heraus. War einfach unglaublich. Seine Berichte wurden aus dem Gefängnis geschmuggelt und von Leuten veröffentlicht, die sich für seine Arbeit interessierten. Die ganzen Illustrationen waren von Hand gezeichnet. Es war einfach unglaublich. Martys Stärke ist sein Wissen über Geschichte und sein Wissen über Wirtschaftsgeschichte. Als Marty aus dem Gefängnis schrieb, war vieles von dem sehr interessant. Mein zyklischer Plan basiert auf Martys Pi-Zyklen. Das ist alles. Und ich sitze hier und denke, vielleicht bin ich einer der wenigen, denen klar ist, dass der 24. Februar 2007 das nächste Pi-Zyklus-Datum ist. Das passiert nur alle 8,6 Jahre. Ich setzte zu 100% auf fallende Kurse. Das tat ich in Echtzeit, mit Martys Daten, während er im Gefängnis war. Ich wachte am Montagmorgen auf und schaltete CNBC an. Und bumm. China, 5% runter, Montagmorgen. Hongkong, 5% runter. Europa runter, 3,5%. USA runter, 2%. Es gab keine besonderen Nachrichten. Es passierte aus dem Nichts. Und das war einer dieser Momente, wo ich eine Gänsehaut bekomme. Denn es hat funktioniert. In Echtzeit. Ich dachte nicht, dass er jemals wieder rauskommt. Ich dachte, er würde im Gefängnis sterben. Er sah aus wie ein gebrochener Mann. Blass. Ich versuchte, ihn anzurufen. Es war fast nicht möglich. Ein Herr Brown kam eines Tages in seine Zelle und sagte so etwas wie, es tut mir leid, dass Sie hier so lange sein müssen, denn die werden Sie so lange hier behalten, bis man sie gebrochen hat. Ich engagierte also einige Privatdetektive und suchte diesen Mann. Nice to see you again. Ich habe die Rechtsbibliothek im MCC-Gefängnis geleitet. Armstrong kam zu mir. Laut Gesetz muss ich allen Insassen rechtliche Unterstützung anbieten. Es entwickelte sich eine Art Freundschaft mit Armstrong. Armstrong war immer da, machte Kopien, las sie in seiner Zelle, kam wieder, markierte bestimmte Dinge und arbeitete Referenzfälle durch. Es schien wie ein Tauziehen zwischen Armstrong und der Regierung. Hatten Sie mal ein Gespräch mit Marty darüber, dass er länger als nötig eingesperrt bleiben sollte, um ihn zu brechen? Ich bekam Hinweise von oben. Können wir seine Freizeit verkürzen? Muss er wirklich in der Rechtsbibliothek sein? Nur eine Person kann solche Anweisungen geben. Jemand aus der Verwaltung oder dem Führungsstab. War es nicht Owens, der Anwalt der Belegschaft im MCC, der Anweisungen bekam, Marty zu brechen? War da nicht sowas? Owens ist Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft. Er bekommt seine Anweisungen offensichtlich von jemandem weit oben. Sperr diese Person weg. Das wird dann ein Domino-Effekt. Und Owens macht dann einen Anruf und sagt, unterbindet seine Beziehungen und brecht ihn, bis er seine Verbrechen zugibt. Sie schleusten oft Undercover-Agenten ein.
ins MCC, um ein Geständnis zu bekommen, in dem sie gezielt mit diesen Personen redeten. Das nennt man Manipulation, Dummheit oder einfach nur Unrecht gegenüber dem Gefangenen. Danach wird ein Leutnant runtergehen und die Person in eine spezielle Unterkunft bringen. Das sind vielleicht 20 Zellen. Sehr unbequeme Matratzen, dünnes Plastik. Du bekommst dein Essen, der Beamte kommt, Klappe runter, genau wie in Alcatraz. Du kriegst Essen, stellst dein Tablett zurück und weiter geht's. Und dann musste man das verschleiern. Ich hatte vor einer Woche zwei Besucher aus dem Justizministerium. Sie identifizierten sich und wollten wissen, ob ich Martin Armstrong und seinen Fall kenne. Ich habe nicht mit ihnen gesprochen. Warum auch? Tut mir leid. Es war wie ein verlorener Kampf. Für eine lange Zeit sahen wir nicht, wer da jemals wieder rauskommen könnte. So würde es jetzt für immer sein. Er wurde ja nie verurteilt, deshalb gab es auch kein Entlassungsdatum. Und wir wussten, er würde nicht aufgeben. Es sah auch nicht so aus, als würden die aufgeben. Ich muss leider sagen, lange Zeit hatten wir nicht das Gefühl, dass er jemals wieder rauskommen würde. Ich dachte, dass es niemals endet. Ich wurde an einem Mittwoch angerufen. Wir werden ein Schuldbekenntnis Ihres Mandanten bekommen. Ich sagte, von was reden Sie? Kommen Sie besser hierher. Morgen bekommen wir ein Geständnis Ihres Mandanten. Er war im Loch. Ich sagte, wie kam er ins Loch? Aus welchem Grund? Wir werden Ihnen das alles morgen erklären. Ich nahm einen frühen Zug nach New York, ging in ein Konferenzzimmer im Büro der US-Staatsanwaltschaft. Marty saß da, er sah fürchterlich aus, müde. Und sie sagten, hier ist der Deal. Sie wollen einen Prozess? Sie kriegen ihn, und zwar vom Loch aus. Und wir werden 135 Jahre Gefängnis beantragen. Oder Sie bekennen sich schuldig und bekommen 5 Jahre. Und es wird gar nicht um Sie gehen. Sie müssen nur zugeben, dass Sie mit den Brokern von Republic konspiriert haben. Und Sie können vor dem Strafrichter beantragen, dass die Zeit in Beugehaft angerechnet wird. Sie hatten ein Skript vorbereitet. Ich versuchte, es zu verändern. Die Regierung sagte, nein, Sie müssen das Skript so vorlesen. Der Richter sagte, ich habe gehört, dass Sie ein Skript vorbereitet haben, das Sie vorlesen werden. Hier ist es. Lesen Sie das. Und Sie können beantragen, Ihre Zeit in Beugehaft angerechnet zu bekommen. Entweder das oder ein gezinkter Prozess, wo ich absolut keine Chance habe. Und eine Strafandrohung von 135 Jahren. Welche Wahl hast du da? Er hätte wahrscheinlich nie wieder Tageslicht gesehen, hätte er sich nicht auf ein Schuldgeständnis eingelassen. Die einzige Möglichkeit, jemals wieder rauszukommen, war, sich für irgendwas schuldig zu bekennen. Was Marty Armstrong gestanden hat, er bekannte sich schuldig im Tausch gegen Strafverkürzung, gemeinsame Sache mit den Republic-Angestellten gemacht zu haben und den Tradern bei Republic. Es gab nie so etwas wie einen Prozess oder eine Beweisaufnahme. Es wurde nie ein Beweis vorgelegt. Wurde jemals etwas vorgebracht, dass Marty bei irgendeinem Betrug dabei war? Nein. Das ist nicht, was ich unter Recht verstehe. Wenn man glaubt, dass Recht ist, jemanden einzuschüchtern, zu erpressen oder Menschen Angst einzujagen, das ist kein Recht. Man erreicht eine Verurteilung nicht auf Biegen und Brechen, sondern indem man Beweise präsentiert, auf faire, offene und ehrliche Weise, und dann die Jury entscheiden lässt, ob eine Straftat begangen wurde.
Es ist besser, ein Schuldiger kommt frei, als dass ein Unschuldiger schuldig gesprochen wird. Und dann trat er seine Haftstrafe in Fort Dix an. Und das Gericht lehnte es ab, ihm seine Zeit in Beugehaft anzurechnen. Das ist ein Fall, in dem jeder seine Macht überschritten hat. Als er am Ende dieses Schuldbekenntnis unterschrieb, wussten wir, wie schwer das für ihn war. Aber letztendlich sagten wir dann alle, jetzt ist wenigstens ein Ende in Sicht und du wirst rauskommen. Im MCC in New York ist man in einem hohen Gebäude. Ich war kreidebleich, weil ich ja 7 Jahre keine Sonne gesehen habe. Ich lief in den Hof und es regnete. Ich stand minutenlang da. Es war wie in dieser Szene, wie in Die Verurteilten. Und alle meinten, was machst du da? Es regnet. Ich sagte, nach 7 Jahren spüre ich endlich wieder Regen. Es war verrückt. Es war schön. Ich denke, dass die Welt dringend seinen ökonomischen Verstand braucht. Die Welt muss seine Arbeit sehen, seine Antworten und Lösungswege, die er zur Finanzkrise hat, die sich gerade abspielt. Wir haben einen perfekten Sturm, der sich gerade zusammenbraut. Hier ist der Kriegszyklus. 2014 wird dieser Zyklus wieder anfangen zu steigen. Extreme Feindseligkeiten werden überall auf der Welt sichtbar werden. Jedes Mal, wenn dieser Zyklus begann, gab es den Ersten Weltkrieg und den Zweiten Weltkrieg. Ich denke, wir haben beste Voraussetzungen, dass all das erst richtig losgeht, wenn dieser Kriegszyklus 2014 zu steigen beginnt. Krieg entsteht meist aus wirtschaftlichen Gründen heraus. Solange jeder fett und glücklich ist, tut niemand was. Je mehr Probleme jedoch Regierungen bekommen, weil sie ihre Schulden nicht zahlen können, desto mehr geht dieser Frust auf Politiker über und los geht's. Nach 2015 wird vermutlich eine weltweite Vertrauenskrise beginnen. Sachwerte und Aktien werden anfangen zu steigen bis 1. Oktober 2015. Danach wird die Schuldenkrise noch kritischer. Das sind die Jahre 2016 bis 2020. Dann wird man die Zinsen steigen sehen. Die Banken werden die Zinsen hochbieten, weil sie Geld brauchen. Und sobald das Geld anfängt, aus den Banken herauszufließen, werden die Zinsen dramatisch steigen. Mit Zinssätzen, die so niedrig sind, braucht es nur eine winzige Zinserhöhung und die Zinsausgaben werden abheben wie eine Mondrakete. Man muss gesetzlich festlegen, dass der Staat kein Geld ausleihen darf. Punkt. Denn sobald sie damit anfangen, ist das Ende nah. Warum macht ihr Schulden? Habt ihr vor, es jemals zurückzuzahlen? Und sie schauen dich an nach dem Motto, das ist eine dumme Frage. Natürlich nicht. Wir sind wieder da, wo wir in den 1860er Jahren waren. Wir stellen Geld bereit, das Zinsen kostet. Genau wie damals. Es gibt keinen Unterschied. Wir sind von Idioten umgeben, so viel kann ich Ihnen sagen. Wenn es in Europa und Japan schlimmer und schlimmer wird, kommt das Geld zu uns. Es wird den Dollar steigen lassen. Wenn Sie einen Zusammenbruch Europas befürchten, wird das Geld woanders hingehen. So ist es nun mal. Geschichte ist wie eine Straßenkarte der Zukunft. Man muss dafür nicht Nostradamus sein. Schaut einfach, was die früher gemacht haben. Und mit Sicherheit werden sie wieder das Gleiche tun. Ich habe eine Familie. Ich will, dass sie eine Zukunft hat. Lasst uns planen, wie wir es machen. Und lasst uns ehrlich sagen, was Wirtschaft wirklich ist. Es gibt 3 Türen. Wir werden zahlungsunfähig, wir inflationieren oder wir restrukturieren. Wir müssen restrukturieren. Ansonsten wird die westliche Zivilisation ausgelöscht.
Es ist wie eine Fahrt auf der Achterbahn. Man bezahlt vor der Fahrt oder danach. Was würdest du wollen? Ich persönlich weiß lieber, wo ich hingehe. Ich zahle, wenn ich einsteige. Ich will nicht am Ende bezahlen. Was bleibt mir dann noch? Vielleicht habe ich nichts mehr. Und so entstehen soziale Unruhen. Blut fließt in den Straßen. Die Menschen randalieren, denn sie haben auf etwas gezählt, das nicht da ist. Du hast nie ein breiteres Lächeln auf einem Gesicht gesehen, wie an jenem Tag, als er hier zur Tür reinkam. Als er endlich nach Hause kam. Das war sehr bewegend. Wenn ich nach Hause komme, will ich kein Hühnchen und keinen Reis. Er bekam dort immer nur Hühnchen und Reis. Als er dann hier war, versuchten Freunde aus der ganzen Welt, ihn zu erreichen. Sie haben dabei ganz vergessen, wie spät es hier war. Er bekam einen Anruf aus Australien, als es hier 2 Uhr morgens war. Ich habe nichts von Marty gehört, bis ich ihn kontaktiert habe. Ich rief seine Schwester an. Sie schickte mir seine Nummer. Er war wirklich gesprächig. Wir hatten ein 3-4-stündiges Telefonat. Es ging darum, wie wir alles wieder zum Laufen bringen könnten. Scheiße, 11 Jahre sind vergangen. Wir haben alle so viel durchgemacht. Put your hand up for high five. Gib deine Hand und gib High Five. No, up. Nein, hoch. High Five. High Five. But now I'm minding people's houses and dogs. Und jetzt hüte ich andere Leute Häuser und Hunde. That's all right. Das ist in Ordnung. Noch sind es Freunde, Verwandte und Freunde. Das muss ich jetzt halt tun. But it just doesn't. Aber für mich macht es keinen Sinn, nochmal mit all dem neu anzufangen. Ich möchte mich bei allen bedanken. Wir fangen mit Princeton Economics nochmal neu an. Schön, euch alle hier wiederzusehen. Danke, dass du zurückgekommen bist. Das wenigstens ist meine Rache. Stimmt's? Ich habe festgestellt, dass wir alle Kinder des Lichts sind. Das erreicht man nur, wenn man den Kreislauf der Evolution kennt. Die Sonne. So etwas passiert wirklich nur einmal alle 10 Jahre. Sehen Sie selbst, die erste Karte. In den letzten 13 Jahren behüten Sie etwas. Vielleicht nicht Sie, sondern jemand anders. Es sieht aus wie eine Freundschaft, die vielleicht wichtiger werden wird für Ihre Zukunft. Sie werden nicht allein sein am Ende. Sehen Sie? Sie stimmen zu. Ja, ich verstehe. Sie hatten doch ein echt interessantes Leben.
Der Zukunfts- und Zahlenexperte Armstrong meint übrigens, dass unser gesamtes Wirtschaftssystem zusammenbrechen wird, früher oder später. Es sei schlicht zu spät, um umzusteuern. Den großen Crash erwartet er für spätestens 2018.